Hoppala! Warum kann ich hier nicht... Alter. Oh Gott, wie das hakt heute. Wow, wow, wow. Da wird einem ja schlecht. So. Wollen wir mal nicht so sein. So, wir gehen in den Einzelspieler. Mit mir will nämlich keiner spielen. Keiner spielen. Es wird wieder Zeit für eine Runde Banshee. Warte mal. Hä? Wo ist denn das? Ach. Das kann ja noch gar nicht. Das Wort kann ja noch gar nicht aufploppen, weil wir ja noch gar nicht im Modi sind, glaube ich, oder? Einzelspieler. Nee, warte mal doch. Hä? Wo ist denn das Wort hin? Oh, Leute. Es geht zu Ende mit mir. Warum habe ich immer noch Husten? Ey, das ist so ein Piep. Hm. Komisch. Gab's ein Update? Habe ich was nicht mitbekommen? Ist ja wild. Okay, guckt mal, ich bin schon Level 17. Super. Was spielen wir denn? Die hatten wir noch gar nicht, ne? Ey, komm, wir gehen mal in die Schule rein. Ich hatte die noch gar nicht. Das ist jetzt völlig neu. Ich spiele jetzt also blind die Karte. Wow, wow, wow. Wir spielen auf einfach. Ja, ich werde jetzt keine Sachen da reinlegen, denke ich, oder? Vielleicht den Fotoapparat noch, aber der ist so teuer. Oh, der ist so teuer, wenn ich jetzt verkacke, ne? Ach komm, was soll's. Fotoapparat. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Stapelei, haben wir Ektoplasmaglas, haben wir die Geisterbox, ist mit dabei. Vielleicht könnten wir einen Vorschlaghammer gebrauchen. Den packen wir noch mit ein. Der kostet ja auch nicht viel. 500 Ocken für einen Hammer, ne? Also ich muss schon ziemlich einen an der Waffel haben, wenn ich 500 Euro für einen Hammer ausgebe. Das ist ein Hammer aus Gold wahrscheinlich. So. Oh ja, wow, die Performance, die rockt. Machen wir erstmal Lichtlein an. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass wenn ich im Multiplayer mit Freunden spiele, dann funktioniert offenbar nur mein Mikro ganz gut, bei den anderen nicht. Immer wenn ich die Sätze vorlese, passiert irgendwas. Wenn die Sätze vorlesen, gar nicht. Und die Geisterbox ist deswegen das Item schlechthin für mich. So, die Marilyn Wright. Ich schreibe mir das auf. Marilyn Wright. Selbst wenn jemand neben dir steht, ist ja egal, ich bin im Solo-Modus. So, was brauchen wir denn hier? Finde alle Statuen und platziere sie. Das ist neu. Statuen finden? Sorge dafür, dass der Geist die Kerze aus... Oha, ich habe die Kerze nicht mit. Ich habe die Kerze nicht mit, ne? Scheiße. Nein, ist egal, komm. Sammle die Salzsäcke. Was wäre denn der Exorzist gewesen? Führen Sie das Ritual durch. Finden Sie einen Weg, den Scheinwerfer einzuschalten und werfen Sie den Schatten des Kreuzes auf den Ritualbereich, bevor der Geist freigelassen wird. Denken Sie daran, wenn der Geist freigelassen wird, wird die Person sterben, die sein Blut geopfert hat. Was? Was? Oh mein Gott, ich werde hier niemals exorzieren. So. Hier stehen Polizeiautos, aber keine Polizei ist zu sehen. Das ist ja toll. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert, dass hier die Polizei steht? Die Putzilei? Was ist hier passiert, dass hier die Putzilei steht? Warum? Irgendein Satanistenritual. Na ja, komm. Guten Morgen. Ich höre schon Sachen, ne? Ich bin noch keine zwei Schritte hier reingelatscht. Ich höre schon Sachen. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Oh. Nee. Ich gehe direkt hier mit der Geisterbox ran. Oh, was ist das denn? Oh, die Voodoo-Puppe ist mies. Ich hätte mir das Ouija-Brett tatsächlich gewünscht. Dann hätte ich den Raum direkt... Oh, ey, mein Herz. Ich hätte den Raum halt direkt diagnostizieren. Ach, guck mal! Oh mein Gott! Husten, Schuh und die Geisterbox. Oh mein Gott! Ich habe direkt den Raum gefunden. Was ist das denn für eine kleine Schule? Ah! Wieso ist das Licht angegangen? Oh mein Gott, das ist der Boogie.
Ich verpiss mich. Das ist der Boogie. Der macht doch Licht an, ne? Und tschüss. Ich muss nochmal nachlesen. Dann trink doch mal was, du Trockenfleisch. Hab ich, siehst du mal. Ich hab mir die Flasche sogar genommen, hab nicht getrunken. So, dankeschön. Dankeschön. So, wie war das mit dem Boogie? Ich muss nochmal nachlesen, aber ich meine, der macht die ganze Zeit Licht an. Es ist einer der gefährlichsten Geister, die man finden kann, da es nicht gefunden werden will, hat es ein eigenes Abwehrsystem entwickelt. Es wurde beobachtet, dass es Kraft aus Gegenständen bezieht, paranormale Felder erzeugen. Man geht davon aus, dass Boogie es nicht mag. Wenn das Licht aus ist, wenn sie es wagen, es zu finden, riskieren sie den Tod. EMF, Geisterbox, ESG. Ja, okay, cool. Also, um ganz sicher zu gehen... Was ist das denn hier für ein ekelhafter Schleimhaufen? Ich kann ja das ESG nochmal aufstellen. Die Box haben wir ja schon bestätigt bekommen. Hupala. Reader hören wir nicht. Derek, was möchtest du mir damit sagen? Was sagst du da gerade? Was ist denn das für eine Schule, die so ein Vieh da oben hinsetzt? Alter, das kannst du doch nicht ausdenken. Boah, nee. Komm mich hier gar nicht rein. Oh, I can boogie. I can boogie. Das war eine sehr heruntergekommene, abgegrabbelte Schule. Aber Hauptsache so ein Sprengler da oben, ne? Ich bin gespannt. Eben war so schon aktiv. Ah, komm schon. Komm schon, come on! Show me your face. Oh, Alter, ich meine diese aufgetürmten Tische da hinten. Da stünd wer. Habt ihr es auch manchmal, dass ihr irgendwo hinguckt und aus dem Augenwinkel glaubt, irgendwie ihn gesehen zu haben? Ich gucke eindeutig zu viele Horrorfilme. Gib mir eine 5! Gib mir ein High Five, Boogeyman. Ist natürlich super, wenn ich mich ans andere Ende dieses Raumes verfrachte, wo man ja auch so gut abhauen kann, nicht wahr? Liebe Grüße von deiner Ma. Viele Grüße unbekannterweise zurück. Ey, komm, bleiben wir beim Boogie. Orkham Skalpell. Huh. Wir können uns ja noch mal ein bisschen umschauen hier. Aber ich habe Angst, dass der Geist dann aggressiver wird. Ich meine, das wäre jetzt echt eine schnelle Nummer, ne? Keine Schuh für den Derek. Also, ich habe die Schuh gehört. Die wurde auf jeden Fall übertragen, Derek, ne? Ach, du liebes Bisschen. Ach. Leute, ich bin so panne. Warum sagt ihr denn nichts? Die ganze Zeit war der Ton hier aus. Nein, jetzt ist der Ton an, Kana. Deswegen darfst du mich nicht schimpfen. Oh nein, es tut mir leid, Leute. Ich hatte den Ton aus. Ihr konntet überhaupt nichts hören. Ich habe ein Kompliment für dich und das Bild, das du gerade machst. Es ist wirklich ausgesprochen nicht schön. Tut mir leid, Derek. Kana, was wolltest du uns sagen? Ich wollte dir sagen, dass du den Chat wieder verarscht. Nein, ich verarsche den Chat nicht. Das tue ich nie. Ganz liebe Grüße an den lieben Chat. Kana ist von den Toten auferstanden. Yay. Ja, voll doof. Das heißt, in den ersten köstlichen Minuten hier, wo ich so einen guten Run hingelegt habe und direkt gedroppt habe, dass das der Boogie sein muss, wurde hier gar kein Ton übertragen. Geil. Richtig gut. Hallo Kana vom Derek. Ja. Derek. Was mache ich denn dann? Schneide ich das raus? Starten wir eine neue Runde? Oh, es lief so gut. Ey, komm, wir starten eine neue Runde. Ah! Warum? Das ist auf jeden Fall der kackige Geisterraum. Komm, wir machen neu. Huch!
Was ist das denn? So, liebe Grüße auch von Eschlin und Saluzin, liebe Kana. Du hast hier eine Fangemeinde. Kana wird sich natürlich jetzt selbstredend hinsetzen und erstmal die Fragen für den Stream für nächste Woche beantworten. Guck dir jetzt erstmal beim Versagen zu. Ja, toll, beim Versagen, sagt die Kana. Ich versage nicht, ich habe gerade einen guten Lauf. Ich denke, es ist der Boogie, der muss mir nur noch eigentlich EMF und ESG bestätigen. Aber wisst ihr was, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Heute bin ich richtig so auf Risiko. Was ist das denn? Hier fliegt Fell von meiner Katze rum. Heute bin ich richtig riskant, ne? Hier, komm, Boogie, zack, rein. Bam. Und weil wir ja eh keine Kerzen mit haben, brauchen wir auch nicht exorzieren. Tschüss, Boogie, danke für gar nichts. Wir machen die Schule nochmal und dann auch mit Ton. Ach so, andersrum. Hier muss man ja. Wenn ich auf den Chat achte, dann latsche ich irgendwie quer durchs Erdbeerfeld. Kana, guckst du mir nicht immer beim Versagen zu? Was? Ist es ein Poltergeist? Hä? Leute, das war doch der Boogie. Der Poltergeist hat sich geirrt. Vielleicht wollte der Boogie ein Poltergeist sein, aber... Das ist doch scheiße. Das ist doch Kaga. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Ist okay. Kruzifix brauchen wir nicht. Thermometer, Kerze, Fotoapparat. Jetzt habe ich aber wirklich alles, ne? Ja, jetzt haben wir wirklich alles. Und wir gehen zurück in die Schule. Sowas lasse ich mir doch nicht bieten. Ich bin enttäuscht. Also, ich habe noch nie einen Poltergeist erlebt, der Licht anmacht hier. So ein Mist. So, Sandra Brooks. Die Sandra. Die Sandra antwortet, wenn ich alleine bin. Was ein Glück, dass ich alleine bin. Finde alle Statuen, Pentagramm und Blutbeutel und irgendetwas Komisches zum Exorzieren, was ich nicht weiß. Achso, vielleicht gehe ich auch mit einer Taschenlampe los, das wäre ganz toll. Na super. Düdüt. Düdüt. Mac, hallo. Du warst lang nicht mehr hier. Du warst lang nicht mehr hier und hast letzte Woche den Stream mit Finessi verpasst. Sapperlot. Wie geht's denn so? Wie steht's? Wie geht's der Mieze vor allen Dingen? Hallo Kana, schön, dass ich dich auch im Chat lesen kann und nicht nur dein zartes Stimmchen neben mir höre, wie es mich beleidigt und mich runterputzt. Hallo Geist, hier ist der Vincent. Hallo? Hallo? Oh, ich bereue es ein bisschen, dass ich den Poltergeist, nicht den Poltergeist, den Boogie eben eingeloggt habe. Wir hatten doch wunderbar den Raum direkt gefunden. Das wäre so easy geworden. Aber ich war mir so sicher. Der Derek hat das doch letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt. Der meinte, der Boogie macht die Lichter an. Shit, ey. Ich wurde von einem Geist bambuselt. So. Wer ist da wieder getimeoutet worden? Saluzin schreibt, Kana, du wurdest bereits vermisst. Und zur Strafe wurde Saluzin 30 Sekunden in Timeout versetzt. Ich verstehe nicht, was der Bot gegen dich hat, aber ich glaube, mach das mal unter euch aus. Kana, du bist Mod hier. Kannst du den Saluzin mal entsperren, wenn sowas passiert? Das ist irgendwie gemein, dass er immer nur dich sperrt. Das ist noch niemand anderem passiert hier. Ach, guck mal. Es wurden ganz viele Nachrichten vom Saluzin gesperrt. Was ist denn das? Das kann ich nicht, wenn ich am Handy bin. Das ist ja interessant. Ja, es tut mir leid, Saluzin, wirklich. Wenn es nochmal passiert, dann gucke ich mal, dass ich dich freigetimeoutet bekomme. Katze, geht es toi 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 den Umständen entsprechend ganz gut. Dann drücke ich auch nochmal die Daumen. Ich glaube, das ist einfach nur wegen den Caps. Ja, der mag keine Großbuchstaben. Das stimmt, der mag keine Großbuchstaben, weil die ganzen Spambots, die schreiben auch mal Großbuchstaben. Ich höre Dinge. Dinge. Are you here, Ghost? Can you talk?
höre ein Gluckern? Waschbecken oder sowas? What the fuck? Was ist denn? Ach, guck mal hier. Die sind aber sehr hoch, die Waschbecken. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Alter, da oben. Ich dachte schon. Kann man da irgendwas sehen? Nee, ne? Warum wackelt die dumme Lampe? Ist ja furchtbar. Das macht auch gar nicht nervös! Auf jedem Klo, da wohnt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von hinten in den Popo beißt. So. Haben wir da auch mal wieder uns unflätiger Sprache bedient? Ich höre Dinge. Ja, Mac, kann ich dir nachfühlen. Ne? Man hatte mal Angst, dass man, wenn man einmal zu viel Hoffnung hegt, direkt enttäuscht wird wieder, ne? Vom Schicksal in den Arsch gekniffen wird. Sag mal, ich bin hier wie ferngesteuert, ne? Der hat sich gerade rausdirigiert, obwohl ich gar nichts gedrückt habe. Hello? Das war eine magere Schulbibliothek und die ganzen abgeranzten Bücher. Ich kann gehen, ohne zu gehen. Schaut euch das an. Ich habe hier meine Hand. Warum? Stopp it! Das ist ja gruselig. Warum? Hä? Wieso bewegt er sich, obwohl... Vielleicht wegen der Performance-Probleme heute? Möglich, möglich. Oder es gibt jetzt so einen neuen Move hier von den Geistern, dass man ferngesteuert wird? Wir wissen es nicht. Vince nervös machen, das geht doch gar nicht. Von wegen, ne? Na gut, okay. Also bisher nix, gar nix. Heißt aber auch nix, weil vielleicht ist einfach nur die Geisterbox nicht das Mittel der Wahl. Alter. Also falls ihr euch fragt, warum der wie ein Besoffener geht bei mir, ne? Der steuert sich manchmal von alleine. Huh. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Hat das Spiel vielleicht eine Autorun-Taste, auf die du gekommen bist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. WASG, ganz normal. Und wenn man rennen möchte, muss man die Shift-Taste drücken. Ich hänge. Warum? Jetzt wollte ich gehen und es ging nicht. Genau, die Shift-Taste muss man aber gedrückt halten, ne? Und die Ausdauer, die geht ja auch nach einer Zeit weg. Wir gehen aber nach oben. Vielleicht sind oben... weniger Ecken, an denen ich hängen bleiben kann. Wild. Wild, wild, wild. Oder draußen sind ja Sirenen. Steht der Krankenwagen schon für dich bereit? Nee, das ist die Polizei. Die wartet darauf, dass ich das Gebäude mit erhobenen Händen verlasse. Wie glaubt, ich bin der Täter von was auch immer hier passiert ist. Also es ist ja schon sehr immersiv, ne? Also es ist schon ganz gut gemacht von den Feeling her. Oh mein Gott, das Reacher-Brett. Ich gebenedeit sei die Schule. Ja, ich habe das Reacher-Brett gefunden. Tschack. Where are you? H. E. L. L. Hölle. Das war nicht hilfreich. Ich habe eine Gänsehaut. Das war nicht hilfreich. Ich wollte wissen, in welchem Raum du bist. Hell, ja? Are you in hell? Komm, lass mal sein. Der haut mir wieder eine rein. Das war nicht hilfreich. Ich wusste gar nicht, dass es Geister gibt, die nicht mit dem Reacher-Bot interagieren können. Also die mir quasi Bullshitterella erzählen. Komische Schule. Ich lese mal kurz den Chat. Stirbst du nicht immer, nachdem du das Brett benutzt hast? Meistens. Meistens.
Aber es gibt halt eben auch Aufschluss darüber, wo sich der Geist aufhält. Normalerweise bisher war es immer so, dass sie mir gesagt hat, in welchem Raum er ist. Das mit der Hölle ist neu. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Huch! Alter. Ich habe aus dem Augenwinkel nur das gesehen und dachte mir, das ist jetzt nicht das, was die hier reingemacht haben. Aber es ist eine Taschenlampe, Leute. Es ist eine Taschenlampe. Nicht das, was mein verschrobenes, manchmal nicht ganz gerade ausdenkendes Hirn da rein interpretieren wollte. Alter, der geht schon wieder! Oh, ein Handarbeitsraum. So einen hatten wir auch. Ich war ja ein paar Jahre meines Lebens in einer Waldorfschule und da hatten wir auch Nähunterricht. Und offenbar wird hier auch gekocht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz die Tastatur an und aus. Vielleicht liegt's daran. Ah, ich habe eine batteriebetriebene Tastatur. Vielleicht ist die Batterie alle. Das ist nicht auszuschließen. Hell, Notaufnahme. Du flackst mich echt? Echt? Ich dachte, der wäre einfach doppelt auf dem L geblieben. Das ist ja witzig. Ja, gut, wenn man so gut Englisch kann wie der Vince, dann ist auch die Notaufnahme für manche Leute die Hölle. Was ist das denn? Ach, das ist... Das ist das Kreuz, was man für den Exorzismus braucht, ne? Ah, hier kommen die nicht raus. Okay. Also, er läuft jetzt auf jeden Fall wieder schöner. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du denkst an nichts Böses, an sowas. Ja, da müssen wir nur die Notaufnahme finden. Normalerweise ist die ja immer im Erdgeschoss, zumindest in Krankenhäusern. Damit man nicht erst drei Treppen rauf und runter latschen muss. Alter! Nee, die Tastatur ist Matsche. Ich guck mal, wahrscheinlich ist die Batterie alle, dann zwiebel ich da gleich eine neue rein. Also heute ist aber wild hier, so. Gesundheit, Kana. Entschuldigung. Ah ja. Lumi auch. Alter. Okay. Kana, könntest du mir bitte eine neue Batterie bringen? Ich hänge. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein, warum? Jetzt eine Geisterjagd. Bitte geh vorbei. Ich wechsle schon mal die Batterie. Ich glaube, es ist vorbei. Oh, es ist vorbei. Oh, Gott sei Dank, ich habe überlebt. Warte, ich muss mal eben... Ich muss die Batterie wechseln. Ich mache mal kurz Mikro leise, es kann laut werden. Ich muss das kommentieren. Sie hat die falschen Batterien gebracht. Ich hätte mich auch ausdrücken müssen. Kana, ich brauche die hier. Ich brauche... Schnell, der Geist kommt. Oh nein! Ja, danke. Ich mal gucken, warum setzt man die denn ein? So. Oh Gott! Habt ihr gesehen, da war der. Ja, geh bloß vorbei, du Schwein. Achso, ich muss vielleicht auch die Tastatur wieder anmachen. Das wäre ganz großartig. So, wir wollen sehen, ob es an den Batterien lag oder ob ich eine neue Tastatur brauche. Oh mein Gott. Meine Antwort wäre gewesen, du stirbst sowieso. Du kannst mich mal.
Also ein bisschen mehr Vertrauen in meine Gaming-Skills wären wünschenswert. Habe ich euch jemals enttäuscht in diesem Spiel? Ich komm, wir nehmen mal das EMF. Wir nehmen das EMF. Oh, warte mal. Ah, der hat dann hier irgendwo sein Nest, ne? Ich weiß halt auch nie, ob man den anlockt, wenn man jetzt hier rumquasselt. Der Geist hat die Batterien leer gemacht. Ja. So. Dann startet der irgendwo von hier, ne? Vielleicht ist das auch sein Flur, wer weiß. Ah, es ist sein Flur offenbar, ne? Oder ist hier irgendwo... Ist das wieder ein Klassenzimmer? Nee, das ist es nicht. Ja, ja, da wackelt wieder das Ding. Vielleicht latscht er hier im Treppenhaus rum. Ah, guck mal. Guck mal einer an. Der latscht durchs Treppenhaus. Er ist auf jeden Fall hier aktiv. Ja, wunderbar. Ich finde das immer so, oh, das ist so nervenaufreibend, wenn die Geister immer das EMF auf 4 hochgehen lassen. Kana, putz dir bitte mal aus die Nase! Entschuldigung! Meine Güte! Was ist denn heute los hier? So. Kana, ey, der will dich hart. Ja, ja. Ich sag nur, das ist der Boogie. Oh, was es war? Ein Poltergeist. aber das mit dem Boogie, das hast du mir eingeflößt. Du hast letztes Mal gesagt, der macht die Lichter an. So. Ich muss trinken. Naja, du musst gar nicht trinken. Das ist richtig, ich muss nicht trinken. Trinken ist gar nicht so wichtig. Wenn du es nicht tun solltest, dann wirst du irgendwann verdorben. Ach, Schuh. Und das bedeutet, niemand wird hier streamen. Und das bedeutet, dann bin ich endlich frei. Ja, Schuhe, ich befreie dich auch bald hier. Kannst du mir aber glauben. Vielleicht ist das hier der Raum. Guck mal, der hat hier gewütet. Das Mannequin Piss ist hier runtergefallen. Ach, guck mal! Ha! Hier ist bestimmt Gefriertemperatur. Ich hole sofort das Thermometer. Warte, ich muss mir merken, wo der Raum ist. Ich lege das EMF dahin. So, und jetzt renne ich nach Laramie. Das ist ja auch schön nah am Eingang. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Oh, hier draußen fühle ich mich gleich viel sicherer. Hm. Da liegen immer irgendwelche Unaussprechlichkeiten auf dem Boden. Widerlich. So, wir brauchen das Thermometer. Mayday, Mayday. Bitte kommen. Bitte kommen. Huch. Was? Hier war so eine Invisible Wall. Interessant. Gut. Gut, ich sehe, das Level ist auf jeden Fall komplett ohne Bugs. So, es wird Zeit für Fiebermessen. Hm, ich habe hier was Feines mitgebracht. Ist das EMF 5 gerade? Nee, ist EMF 4. Oh ja. Oh ja, hier haben wir Gefrier. Ja. Hier haben wir Gefrier. Das ist er. Oh, da war viel Raum. Oh Gott. Oh Gott. Shit. Oh fuck, der kriegt mich. Oh, der hat mich am Säckle. Der. Gesundheit. Oh, der hat mich gleich am Säckle. Oh! Ja! Ja! Der ist in einen anderen Raum rein. Ja! Ich kann's schaffen! Oh Gott! Ist vorbei! Ist vorbei, ne? Ja, er bleibt ein Trockenfleisch. Ist okay, ich trinke ja schon. Momentchen, bitte. So, Leute, jetzt aber auch gut, ne? Okay. Okay.
Okay. Aber sehr, sehr neblig hier, ne? Ja, jetzt ist... Oh. Scheiße, ey. Da ging die Alte. Hast du den Beweis angekreuzt? Ich glaube ja. Ah, nee, habe ich nicht. Moment, Gefrier. Zack. Ja, jetzt können es ja nur noch Revenant, Agash, Jin, Hanto, Oni, Mailin, Raiju, Dämon, Mare, Gul oder Abaddon sein. Super. Ich würde ja sagen, da sind sie eine Zeit lang beschäftigt, aber so viel ist an ihm ja jetzt auch nicht dran. Ey. Der ist schon wieder am Jagen, oder? Ey, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Jetzt einmal ganz kurz rein. Hallo. Can you talk? Are you here? When did you die? Can you communicate? Ah, what's your name? Okay, ich würde sagen, Geisterbox, nö. Wir sagen mal Geisterbox, nö. Oh Gott, ey, mir wird schon wieder so übel von der ruckeligen Grafik, ey. Pfui. Nein! Mach die Tür wieder zu. Ist das eine Jagd? Oder bambuselt der mich gerade? Der bambuselt mich, ne? Das ist gar keine Jagd. Oh, das ist eine Jagd. Oh Mann, oh, ich will hier raus! gehen Sie bitte vorbei, gibt's nichts zu sehen. Are you here? Ich werde oft gefragt, ob ich auch was Nettes sagen kann. Hier ist meine Antwort. Was Nettes? War ja klar, dass du mir das sagen musst, Derek, ne? Erstmal schönes Mikro räuspern. Das ist immer gut für die Aufnahmen am Ende. Weil ich die auch immer ausschneide, wie man weiß. Hahaha. Sag mal, was ist denn hier los? Ist der jetzt schon wieder im Jagdmodus? Und lass die Tür auf. Ich bin eine Katze, ich mag keine geschlossenen Türen. Gib mir EMF5, aber sofort! Oh, das ist so schlimm, dass der immer EMF4 ist. Es ist... Ich gehe jetzt gleich raus, ne? Ich gehe jetzt gleich raus und dann hole ich irgendwas anderes. Wusste ich mich nicht. Ich bin nicht da. Es passiert nicht oft, dass ich schlecht gelaunt bin. Meistens bin ich nämlich teuflisch gelaunt. Ja. Ich bin so froh, dass der Geist nicht hört, wie ihr diese Sounds hier triggert. So. Was? Oh Gott. Mach die Ports ab. Hilfe. Mach die Tür auf. Oh. Gott sei Dank. Also, Geisterbox würde ich sagen negativ. Ja, Mensch. Ja, super. EMF bin ich mir unsicher. Ich lasse es nochmal. Ich nehme es nochmal mit. Habe ich es mit? Vielleicht lege ich es auch vor die Tür ab, wie jetzt meinem Geist. Null! Dauerzustand bei mir. Sandra Brooks. Die gute alte Sandra. So. Oh, Vogel. Okay, ich bin jetzt gespannt. Wir brauchen Beweise langsam, ne? Wir brauchen Beweise. Wir brauchen Beweise. Ja, raste nicht aus. Ja! Ektoplasma. Okay, wir haben einen Beweis. Ektoplasma.
Ich muss jetzt hier nur noch rauskommen, damit ich das Glas tauschen kann. Wir brauchen nämlich noch... Wir brauchen noch einen Beweis. Wir gehen jetzt mal am Ausschlussverfahren, welches Medium denn noch nützlich sein könnte. Dann wollen wir mal. Ektoplasma war positiv. Aga Schmeiling, Raijo Demon. Agash. Wo ist er? Ektoplasma, Gefrier, Fingerabdruck. Meiling. Die Geisterbox. Raijo und Demon. Hallo. Raijo. Boah, ich sehe nix. Selektive Wahrnehmung. Dankeschön. ESG, ich hab's fast befürchtet. Und der Demon direkt daneben. Staffelei. Naja, komm. Komm. Hilft ja alles nix. Dann wissen wir aber schon mal, dass es der Rotz hier nicht war. So, dankeschön für gar nix. Und ein weiterer sinnloser Command, um dich zu nerven. Und ein nervender Command ist ein guter Command. Den haben wir aber selten getriggert bekommen hier. Bin ja fast schon erfreut. Ist es nicht auch eine Info, dass ein EMF nicht über 4 geht, obwohl er da definitiv was macht? Nee. Das EMF muss 5 sein. Warte mal, ich zeig ganz kurz. Das EMF gilt nur als Beweis, wenn es 5 ist. Das steht dann hier aber auch. Guck mal, EMF 5. Das ist die Bedingung. Gesundheit, Kana. Das ist die Bedingung und ja. Aber es ist halt irritierend, weil die Geister... Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Ja, wenn man nicht aufpasst, wo man hinguckt. Wo man hingeht, so rum. Wenn man nicht aufpasst, wo man hinguckt, das ist auch gut. Ja, der Vincent lacht schon wieder über seine eigenen Witze. In meinem Kopf zu wohnen ist lustig. Ist wie eine Achterbahnfahrt. Ist vorbei? War nur ein kurzer Schocker. War nur ein kurzer Schocker. Ne, Tür ist noch offen, oder? Der jagt. Huch. Oh Gott, bin ich hier. Nein! Ach Mann, wir waren so kurz davor. Ach Mann, oh. Was wär's denn gewesen in Raijo? Ach komm schon. Oh Mann, ey, mein ganzes Geld ist weg. Shit, ey. Ach Mann, oh. Ach nö. Oh Mann, man kriegt doch kaum Kohle zurück. Das ist doch Kaga. Guck mal, was ich jetzt alles wieder kaufen muss, damit ich wieder auf Geisterjagd gehen kann. Ich nehme den Fotoapparat nicht mehr mit. Der ist mir zu teuer. So eine Kacke. Ich habe keine 14.000 Dollar. Ich hatte 14.000 Dollar. Huch. Diesmal hat er aber lange überlebt, nachdem er das Brett genommen hat. Ey. Das ist gemein. Ich hätte es fast geschafft. Ey, ganz ehrlich, eigentlich ist... Mein Ziel ist es, in diesem Stream wirklich mal ein Level zu schaffen. Wirklich den Geist zu entdecken und idealerweise ihn auch direkt zu exorzieren. Das ist doch scheiße. Wie viel kostet das Thermometer? 1200. Boah, ist das viel.